Television Zwickau. Deine Region im Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Stadtchefin nimmt internationale Auszeichnung entgegen. Zwickauer Bergaufzug beendet Jubiläumsjahr des Steinkohlenbergbauvereins. Und bald ist es soweit. Oldie Masters in der Stadthalle Zwickau. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Und damit ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Abend bei Tag aktuell, Ihrem regionalen Abendmagazin direkt aus der Alten Münze in Zwickau. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist wieder Zeit für unser Globus Adventsrätsel. Ja, es sind nur noch wenige Tage bis zum Heiligen Abend und Sie haben nicht mehr allzu viele Chancen, den 50-Euro-Gutschein zu gewinnen. Deshalb würde ich Ihnen ganz einfach raten, wenn wir Ihnen dann das Bild zeigen, das wir suchen, anrufen und die 50 Euro abgreifen, um im Globus einkaufen zu gehen. Vielleicht ist ja auch noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk für Sie drin. Aber jetzt lösen wir natürlich erstmal unser Adventsrätsel vom Freitag auf. Da haben wir die Bücherecke im Globus gesucht. Ja, Bücher kann man auch kaufen bei Globus. Und das hat natürlich jemand gewusst. Anneliese Karnis aus Zwickau hat das Ganze gewusst. Sie erhält einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro für den Globusmarkt Zwickau. Und natürlich verlosen wir auch heute wieder einen solchen Gutschein. 50 Euro, das ist gutes Geld. Da kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Schauen Sie mal, kennen Sie diese Ecke oder diese Abteilung im Globus Zwickau? Ist es A, der Globus Weihnachtsmarkt oder B, die Globus Waschstraße? Wenn Sie es wissen, dann rufen Sie uns an unter 01378 984 984. Ich wiederhole 01378 984 984. Das sind 50 Cent für Ihren Anruf, die zu 50 Euro für Ihren Einkauf werden können. Und wenn Sie es jetzt noch nicht wissen, wir schauen gleich nochmal in die Ecke mit ein bisschen mehr Klarheit. Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeis hat eine Auszeichnung für internationale Zusammenarbeit entgegengenommen. Die Ehrung hatte der Unternehmer Jens Schmidt in China verliehen bekommen und gab sie nun an die Stadt weiter. Die Auszeichnung hatte er von der Gesellschaft des chinesischen Volkes für Freundschaft mit dem Ausland erhalten. Alles begann mit der Initiative der Industrie- und Handelskammer, die wirtschaftlichen Aktivitäten der Region auszubauen. Wer auf Wachstum setzt, kommt am Thema Ausland nicht vorbei. China ist dabei ein Wachstumsmarkt mit ungeahnten Möglichkeiten. Ich war 2010 zur Automobilmesse in Shanghai. Dort haben mich Wirtschaftsvertreter dieser Region angesprochen. Sie hätten Interesse, mit Deutschland, mit Sachsen, mit der Region Zwickau in Verbindung zu treten. Es gibt noch zahlreiche Aktivitäten von seitens der IHK, Unternehmerreisen zu messen. Und der Oberbürgermeister der Stadt, Jan Du, hat mich vor 2 Jahren angesprochen hinsichtlich einer Städtepartnerschaft. Dies habe ich der Stadt vorgetragen. Die Frau Dr. Findeis hat der Sache zugestimmt in Verbindung mit dem Stadtrat. Und seitdem haben wir eine funktionierende Städtepartnerschaft, aber auch funktionierenden Austausch der Wirtschaft. China hat eine sehr schnell wachsende Wirtschaft mit Ausmaßen, von denen Deutschland nur träumen kann oder aber daran teilhaben kann. Gut, China hat seit Jahren 7-8% Wirtschaftswachstum. Davon kann Deutschland profitieren, dafür kann Sachsen profitieren und natürlich auch die Region. Gerade unsere Region im Bereich Maschinenbau und Zulieferindustrie hat dort echte Chancen. Man sollte die chinesische Kultur aber auch kennen. Wenn ein Chinese mit einem anderen Menschen Geschäfte macht, dann will er seinen Partner genau kennen und er muss ihm vertrauen können. China hat noch gewisse Rituale, die für uns hier etwas ungewöhnlich sind. Und damit fängt es an für sich an. Also eine Visitenkarte mit einer Hand geben, ist respektlos. Das heißt, wenn Sie jemand etwas überreichen, auch eine Visitenkarte, dann sollte man sich die Mühe geben, zumindest mal die zweite Hand anzudeuten. Das ist eine Frage für den Chinesen, wie er von der anderen Seite wahrgenommen wird. Eine der Hauptauffragen, die mir immer wieder begegnet ist, war, wie sehen wir Deutsche China? Das ist eine schwierige Frage, die zumal einen politischen und einen wirtschaftlichen Inhalt haben kann. Beim politischen Inhalt
sollte man sich etwas zurückhalten, aber man, und das wird erwartet, sollte schon klar sagen, was für eine Meinung man dazu hat. Bei der wirtschaftlichen Seite, da kann man dann wirklich aufdrehen und kann sagen, Leute, von uns könnt ihr haben, was euch in der Zukunft weiterhilft. Die nun übergebene Auszeichnung krönt eine noch recht junge Städtepartnerschaft, die aber von Anfang an mit Leben erfüllt war. Die praktische Zusammenarbeit der Regionen Zwickau und Yandu begann direkt nach der Unterzeichnung der Verträge. Also nachdem wir im Sommer 2013 dort waren, gab es Unterzeichnungen von Partnerschaftsvereinbarungen zwischen den Städten, ist klar, aber auch zwischen den Hochschulen, unserer Westsächsischen Hochschule und der Hochschule dort vor Ort und zwischen den IHKen. Und in der Stadt Zwickau war es dann so, dass unmittelbar im Anschluss die Yandu und die Region auf der Tourismusmesse im Jahr 2014 im Januar zugegen war. Dann gab es auch nochmal Gespräche als Vertreter der Hochschule aus China hier waren, da war ich ebenfalls dabei. Und mein Ziel ist es einfach, weil Partnerschaften stehen auf Papier. Es kommt eigentlich auch darauf an, dass sich die Menschen kennenlernen und auch verstehen lernen. Dass es uns gelingen sollte, einen Jugendaustausch auf die Beine zu stellen. Aber das ist natürlich schwierig. Es gibt dort eine Schule, die haben wir auch besucht. Dort wird Deutsch unterrichtet. Die Tochter des Schulleiters studiert in Mittweida. Das ist also gar nicht. Also da sieht man schon, wie klein auch die Welt doch dann ist. Und wenn es gelingen sollte, chinesische Schüler hier nach Zwickau zu bekommen und dann in Zwickau Familien unterzubringen, wäre das ein wichtiger Schritt, um auch die Freundschaft, die Städtepartnerschaft mit Leben zu erfüllen. Aber dort sind wir noch nicht so weit gekommen. Aber ich habe das sehr wohl heute vernommen, dass der chinesische Fußball auch Partnerschaften sucht. Und dort wäre ja vielleicht ein Ansatzpunkt, in Austausch zu bringen. Und in China, das weiß ich ja, ist nicht der Männerfußball das Dominierende, sondern der Frauenfußball. Die Frauen sind noch besser als die Männer. Und wir haben ja in Zwickau auch eine Frauenfußballmannschaft, die im Nachwuchsbereich eine gute Arbeit macht. Vielleicht wäre dort ein Ansatzpunkt. Oder einen Austausch auf kultureller Ebene in der Musik. Wer weiß, vielleicht spielen ja schon bald im Gewandhaus drei Chinesen mit dem Kontrabass. Werbung. Er steht allein auf der Bühne und entfacht ein orchestrales Feuerwerk. Wellness für die Seele und Balsam für das Herz sind nur einige Beschreibungen der Eindrücke, die Konzerte von Vicente Patisse beim begeisterten Publikum hinterlassen. Nach 1700 Konzerten in über 20 Ländern dieser Erde wird der preisgekrönte Gitarrist, Multiinstrumentalist und Entertainer Vicente Patisse zum 10. Jubiläum in der evangelischen Kirche Ottmannsdorf am 27.12. um 18 Uhr ein besinnliches Weihnachtskonzert geben und seine Gäste mitnehmen auf Klangreisen rund um die Welt. Was Patisse aus Gitarren, Didgeridoo und seiner weltweit einzigartigen 42-seitigen Harfengitarre an Klangwelten herausholt, ist atemberaubend. Was bleibt, ist Staunen. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen, freie Presse-Ticketshops und an der Abendkasse. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Märchenhaft und romantisch. Freuen Sie sich auf die Zwickauer Schlossweihnacht. Erleben Sie ein liebenswertes Kulturprogramm, kulinarische Köstlichkeiten, die große Hofstube mit einer Kinderbackstube sowie ein beheiztes Märchen- und Kinderzelt unter dem eindrucksvollen Lichterzauber von Schloss Osterstein. Die Zwickauer Schlossweihnacht. Vom 1. bis 4. Advent jeweils Freitag bis Sonntag. Infos und Programm unter zwickauerschlossweihnacht.de. Sind auch Sie auf der Suche nach dem einzigartigen Weihnachtsbaum? Gerade gewachsen soll er sein.
Die richtige Größe muss er haben und natürlich frisch geschlagen sollte er sein. Für all das gibt es eine Adresse: Meyers Weihnachtsbäume in Reinsdorf. Hier finden Sie eine Riesenauswahl an Weihnachtsbäumen und bezahlbar sind die auch. Nordmann-Tannen und Blaufichten gibt's hier schon ab 15 Euro. Und wenn Sie möchten, können Sie Ihren Baum auch selbst schlagen. Kommen Sie nach Reinsdorf. Zufahrt über die Straße der Befreiung, dann den Bergweg hoch, genau gegenüber dem Pflegeheim, nähe Kirche. Für den Moment des Tages. Dayspa in Balance, Ayurveda, Massagen und alles, was Geist und Körper gut tut. Für den Moment des Tages. Dayspa Zwickau. Kosmetik und für den frischen Kick Ihrer Haut unsere Sauerstoffkosmetik. Für den Autsch. Moment des Tages. Dayspa in Balance. Waxing und Sugaring für ein haarfreies Körpergefühl, damit in Zukunft alles glatt geht. Auch Permanent Make-up für ein beständiges Aussehen. Dayspa Zwickau für die schönsten Momente des Tages. Zum Relaxen, Entspannen und Schönfühlen. Nähe Schwanenteich im Penthouse der Commerzbank. Zufahrt über Lothar-Streitstraße. Nutzen Sie auch unsere Gutscheinhotline und unseren Gutscheinexpress. Auch dieses Weihnachtsfest wieder mit leckerem Fieber-Nougat und Marzipan verwöhnen? Eine Riesenauswahl finden Sie direkt im Herzen von Zwickau, in der inneren Plauenschenstraße 7, gleich gegenüber den Zwickau-Arkaden. Jetzt zur Weihnachtszeit halten wir für Sie ein reichhaltiges Angebot an originellen und edlen Nikolaus- und Weihnachtspräsenten bereit. Wenn Sie möchten, verpacken wir Ihren Einkauf ganz nach Ihren Wünschen und arbeiten dabei auch mitgebrachte Gutscheine oder Geldgeschenke mit ein. Eine besondere Idee zum Verschenken sind süße Grüße aus Zwickau. Ganz neu haben wir naturreine Liköre ganz ohne chemische Zusätze in den vielfältigsten Geschmacksrichtungen im Angebot. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben. Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Besuchen Sie uns. Fieber, der Spezialist in Sachen süße Verführung in Zwickau. Innere Plauensche Straße 7. Auch für den schönsten Tag im Leben haben wir tolle Ideen. Die Mauritius Kronkorkenaktion. Jetzt mitmachen und sich den Mauritius Gartenfreund holen. 100 Winterbier Kronkorken sammeln und gegen das 9. Original erzgebirgische Räuchermännchen eintauschen. Zwickauer Mauritius. Ein Schluck Heimat.
Ja, meine Damen und Herren, jetzt sind wir zurück bei der zweiten Runde unseres Globus Adventsrätsels und jetzt machen wir unser Bild nochmal auf. Sehen Sie, jetzt wird es schon klarer. Ist es A, der Globus Weihnachtsmarkt oder ist es B, die Globus Waschstraße? Na, können Sie es unterscheiden? Können Sie es auseinanderhalten? Wenn ja, dann ist das jetzt Ihre Chance, einen 50-Euro-Gutschein für Ihren Einkauf bei Globus zu gewinnen. Ja, wenn Sie vielleicht die Weihnachtsgeschenke noch kaufen müssen oder was auch immer, 50 Euro passen immer dran. Rufen Sie uns an unter der 01378 984 984. Ich wiederhole, 01378 984 984. Übrigens bitte nicht Ihre Kontaktdaten vergessen, weil ansonsten ist der Anruf umsonst. Kostenlos ist er sowieso nicht. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Der Dezember ist in Sachsen nicht nur die Zeit der Weihnachtsmärkte. Pünktlich zum ersten Advent starten im Weihnachtsland auch die Bergparaden. Am Tag vor dem dritten Advent machen die Uniformträger und Bergkapellen traditionell in Zwickau Station. In der Robert-Schumann-Stadt ist der Bergaufzug gleichzeitig der Höhepunkt des Weihnachtsmarktes. In diesem Jahr stand die Veranstaltung zudem noch im Zeichen des 25-jährigen Bestehens des Steinkohlenbergbaus. Vereins Zwickau. Die alte Bergmannsweisheit, Wasser gibt's im Bergbau auch von oben, traf in diesem Jahr mal wieder auf den Zwickauer Bergaufzug zu. Dennoch nahmen die Teilnehmer die Nässe von oben mit Humor. Waren sie doch durch ihre Schachthüte und Schachtkittel vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Von innen wärmten Leckereien vom Grill und heiße Getränke. Für den Steinkohlenbergbauverein Zwickau bildete der Bergaufzug gleichzeitig Höhepunkt und Abschluss der Feiern zum 25-jährigen Bestehen. Das Vereinsleben war auch im Jubiläumsjahr prall mit Terminen gefüllt. Bei uns im Bergbauverein gibt es eigentlich das Vereinsleben pur. Das beginnt immer Anfang Februar, ist die Gesamtmitgliederversammlung. Dann ist in der Regel im Frühjahr eine Ausfahrt. Das betrifft dann die Technikgruppe oder einen Knappenchor. Dann kommt das erste Wochenende im Juli. Das ist immer Tag des Bergmanns, den wir ja wiederbelebt haben. Ich erinnere nur, dieses Jahr war die Einweihung der Bergbauerinnerung auf dem B93-Tunnel im Muldenparadies. Nun ja, und dann ist es ja so, dann kommt der Bergstreit auch in Schneeberg. Da wird die Bergparade im Sommer gebraucht. Und dann ist es unkompliziert, denn es geht auf dem Herbst zu. Und da sind ständig dann die Vorbereitungen für die große Bergleutnacht, für die Barbara-Feier am 4. Dezember. Also es geht mit den Mettenschichten und so weiter. Natürlich in der Adventszeit die Bergparaden. Heuer sind es 11. 53 Vereinsmitglieder nahmen am Samstag an der heimischen Bergparade teil. Die Gastgeber marschierten an der Spitze des Zuges gleich hinter dem Jugendblasorchester Zwickau. Pünktlich um 14 Uhr setzte sich der Zug am Glückauf-Center in Bewegung. Die 417 Teilnehmer aus 11 Berg- und Hüttenknappschaften kamen unter anderem aus Oelsnitz, Bad Schlema, Oederan, Schneeberg und Neustädtel. Neben den Zwickauer Musikern marschierten noch zwei weitere Orchester mit. Das Interesse der Anwohner und ihrer Gäste war bereits beim Abmarsch riesengroß. Auch entlang der Wegstrecke und im Domhof kannte die Begeisterung trotz des schlechten Wetters keine Grenzen. Sie applaudieren begeistert. Was gefällt Ihnen an der Zwickauer Bergparade? Alles. Erinnerung an den Bergbau früher und dass die Leute noch so aktiv sind. Ja. Ich habe wenig Bergparaden mitgemacht. Das ist jetzt erstmal seit langem die erste. Ich bin gespannt. Ne? Ich freue mich, wenn man das jetzt hier mal sehen kann. Das ist die Tradition, die wir haben. Und das ist einmalig, also sehr schön. Tausende wohnten nach der Bergparade noch dem großen Bergkonzert im Domhof bei. Rund 40 Minuten mussten sich die Besucher gedulden, ehe die Habitträger und Kapellen vor den Priesterhäusern eintrafen. Nach der traditionellen Glückauf-Fanfare ergriff der zweite Vorsitzende des Landesverbandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine das Wort.
Rai Lätsch dankte der Stadtspitze für die jahrelange Unterstützung der Zwickauer Bergparade. Danach stellte der Vorsitzende des Steinkohlenbergbauvereins die einzelnen Bergbrüderschaften vor. Zum Auftakt des Konzertes intonierten die vereinten Orchester unter der musikalischen Leitung von Carmen Fuchs den Zwickauer Bergmarsch von Gustl Pfeiffer. Zur Tradition der Bergkonzerte gehört natürlich auch der Gesang. Der Knappenchor des Steinkohlenbergbauvereins verfügt über ein umfangreiches Repertoire. Unter der Leitung des sächsischen Bergchordirektors Lutz Esbach erklang am Samstag unter anderem die heimliche Hymne des Vereins. Wir repräsentieren den Steinkohlenverein, er gibt allen Kumpels Kraft. Glück auf aus Zwickauer schallt unser Gruß. Glück auf, Glück auf, Glück auf. Glück auf aus Zwickauer schallt unser Gruß. Glück auf, Glück auf, Glück auf. Glück auf hieß es auch in dem Gedicht über die erzgebirgische Mettenschicht, mit dem der ehemalige Vorsitzende des Steinkohlenbergbauvereins, Klaus Hertel, besinnliche Weihnachtsstimmung im Domhof verbreitete. Den Abschluss des großen Bergkonzertes bildet traditionell der Steigermarsch, bei dem das Publikum auch in diesem Jahr begeistert mitsang. Danach machten sich Uniformträger und Bergkapellen, große Steiger wie kleine Knappen, in Reih und Glied auf den Weg zu ihrem zweiten Termin an diesem Tag, der Bergparade in Schwarzenberg. Werbung. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Sehen, probieren, genießen. Tauchen Sie ein in das Vom-Fass-Erlebnis. Hier finden auch Sie das passende Präsent für die schönste Zeit des Jahres. Neben Likören aus eigener Manufaktur gibt es hier Weine und Spirituosen aus aller Welt. Für Sie schon ab 100 Milliliter ganz frisch abgefüllt. Probieren Sie unsere Produkte vor Ort. Denn wir verkaufen nur, was handwerklich, nachhaltig und aus besten Zutaten hergestellt wurde. Ganz nach Ihren Wünschen verpacken wir Ihre Geschenke und nehmen gerne Ihre Bestellungen für Firmenpräsente entgegen. Beachten Sie auch unser häufig wechselndes Whisky-Angebot. Das Vom-Fass-Erlebnis. Sehen, probieren, genießen. Direkt im Herzen von Zwickau, in der Hauptstraße 30. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Probieren Sie auch unsere ausgewählten Öle und Essige, die wir Ihnen gerne auch in mitgebrachte Flaschen abfüllen. Vom Fass. Sehen,
probieren, genießen. Bleiben bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Verschenken Sie an Ihre Lieben als besonderes Weihnachtsgeschenk den täglichen Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Knobi Vital, das gesunde Weihnachtsgeschenk mit einer hochgeschätzten Wirkung. Bestechend anders. Der Citroën C4 Cactus. Ab 175 Euro im Monat. Jetzt bei Ihrem Citroën-Partner oder auf citroen.de. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Martin und Schwedler. Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Willkommen auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt. Einer der schönsten und stimmungsvollsten Märkte in ganz Deutschland. Entdecken Sie wunderschöne erzgebirgische Volkskunst und genießen Sie Spezialitäten aus Sachsen und verschiedensten Ländern. Ein vielfältiges Rahmenprogramm lässt Kinderaugen leuchten. Der Zwickauer Weihnachtsmarkt. Bis zum 23. Dezember täglich geöffnet. Jetzt am Start die noch schnellere Zweierkombi von Tele-Columbus. Die Spannung steigt. Internet-Flatrates mit bis zu 150 Megabit. Bahnfrei. Und dazu die super günstige Telefon-Flatrate. Alles für nur 19,99 Euro im Monat. Jetzt auch mit Tablet-PC. Bestellen Sie jetzt unsere Doppelflat unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele-Columbus-Shop. Tele-Columbus. An Weihnachten Gesundheit schenken. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Manchmal brauchst du einfach jemanden, der mit dir Neues ausprobiert, der dich bewegt. Jemand, der dir einfach so hilft, der größer ist als du. Es gibt Momente, da brauchst du jemanden, der dich überrascht, der stärker ist als du und dir ein Lächeln schenkt. Wenn alles schief läuft, da brauchst du jemanden, der über dein Missgeschick lachen kann. Und der in einer komplizierten Situation eine ganz einfache Lösung findet.
Es gibt Tage, da brauchst du Menschen, die mit dir besondere Momente teilen, die dein Leben bereichern. Manchmal brauchst du einfach ein Wir. Dafür stehen die Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau Land. Kurz vor Weihnachten, meine Damen und Herren, gibt es fußballerisch noch einmal ein absolutes Highlight in der Zwickauer Stadthalle. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Jörg Kempel von Kraus Event. Schön, dass Sie heute bei uns vorbeigeschaut haben. Uli Masters am 20. Dezember. Was muss unser Zuschauer wissen? Ja, also am 20. Dezember, wie gesagt, das erste ZDV Uli Masters. Und wir freuen uns, diesen Budensauber anbieten zu können. Wir werden 6 Teams dabei haben, angefangen von unserem FSV Zwickau mit Spielern aus den letzten 15 Jahren. Des Weiteren Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, FC Erzgebirge Aue wird für interessante Stimmung sorgen, denke ich. Und nicht zuletzt noch der 1. FC Nürnberg. Nun ist es ja so, es ist ja ein Oldie Masters und es gibt dort natürlich auch ein paar berühmte Köpfe, die mit dabei sein werden. Wen werden wir dort sehen? Genau so ist es. Und deshalb haben wir uns überlegt, eine Bundesliga-Auswahl selbst zusammenzustellen. Das ist die 6. Mannschaft, die das Teilnehmerfeld komplettiert. Allen voran wird dort Mario Basler, Bernd Schneider, Olli Neville ins Geschehen eingreifen. Werner Lorand, ganz bekannter Trainer, 1860 München, wird an der Bande den Jungs, denke ich mal, Feuer machen. Und wir haben darüber hinaus viele interessante Spieler dabei. Silvio Meissner, mit VfB Stuttgart deutscher Meister geworden. Erwin Skela, Miki Stevic, beide gute Hallenspieler sind dabei. Aber auch Ansgar Brinkmann, der weiße Brasilianer benannt. Wir haben dort wirklich Leute dabei, die für technisch hochwertigen Fußball sorgen werden. Das klingt ja quasi wie das Who is Who, das uns dann in der Zwickauer Stadthalle erwarten wird. Ich habe gehört, Jürgen Kreuz natürlich auch mit dabei, als einer der Protagonisten von 74. Das ist richtig. Wir haben versucht, letztendlich ein Familienturnier über die gesamte Zeit anzubieten, aber auch verschiedene Generationen anzusprechen. Angefangen, wie gesagt, von Jürgen Kreu bis über Gerd Schädlich, der 1994 die Mannschaft in die zweite Bundesliga geführt hat. Dort wird es ein Einlagespiel geben. Ralf Wagner, Bernd Tippold, Bernd Schneider, alle werden sie da sein. Und ich denke, es wird sehr interessant werden. Das denke ich auch. Und jetzt kommt die gute Nachricht für Sie, meine Damen und Herren. Wenn Sie nämlich noch keine Karten haben, dann gibt es die natürlich noch für Sie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das ist schon mal so ein schöner Satz. Was muss ich dafür ungefähr berappen? Es gibt unterschiedliche Preiskategorien, logischerweise angefangen von 12 Euro mit der preiswertesten Karte für unter 16 Jahre. Bis 24,95 sind sie noch erhältlich. Die Kategorie 1 ist ausverkauft und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben über 3.000 schon drin. 3.500 passen rein. Wir sind für das erste Mal sehr zufrieden, werden schön gefüllt sein und ich denke, es wird eine super Atmosphäre stattfinden, sodass auch die Spieler sich wohlfühlen und nächstes Jahr wiederkommen werden. Und für Sie haben wir jetzt noch eine richtig gute Nachricht. Wenn Sie nämlich dabei sein wollen, dann können Sie das für lau. Wir verlosen nämlich an dieser Stelle, dafür erstmal herzlichen Dank, 3x2 Freikarten, die uns Kraus Event zur Verfügung gestellt hat. Wenn Sie diese Karten gewinnen wollen, wenn Sie die abgreifen wollen, dann schreiben Sie uns am besten eine E-Mail an gewinn@tv. tv-zwickau.de. Ich wiederhole nochmal, gewinn@tv-zwickau.de. Rufen Sie bitte nicht unsere kostenpflichtige Nummer für das Globus-Gewinnspiel an, weil ja, da können Sie den Globus-Gutschein gewinnen, aber nicht die tollen Karten für die Stadthalle. Ich darf Kraus Event, dem Veranstalter und natürlich allen Mitspielern und Mannschaften die Daumen drücken. Jetzt ist Ihre Chance, Herr Hempel, noch einen Aufruf an die Zwickauer loszuwerden, wenn Sie denn zu euch kommen sollen, zum Oldie Masters. Bitte schön. Ja, wie gesagt, also 14.30 Uhr geht es los. Der FSV Zwickau veranstaltet noch die Stadtmeisterschaft. Es geht um den Pokal der Oberbürgermeisterin und ich denke, wir werden viel Spaß haben. 20 Uhr Siegerehrung und alle werden auf ihre Kosten kommen. Autogrammwünsche werden gerne erfüllt am Spielfeldrand und der Budenzauber wird eröffnet. Hallenfußball vom Feinsten, Oldie Masters am 20. Dezember in der Stadthalle Zwickau. Seien Sie dabei, schreiben Sie uns die E-Mail für die Karten, für die Freikarten zum Gewinnen. Und nach einer kurzen Unterbrechung sind wir wieder da, allerdings alleine. Danke, Jörg Kempel. Schöne Weihnachten. Ihnen auch, danke.
Am Dienstag muss mit vielen Wolken und Niederschlägen gerechnet werden, die meist als Regen fallen. Das Thermometer erreicht maximal 5 Grad und es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Und die Aussichten, auch in den nächsten Tagen versteckt sich die Sonne hinter dichten Wolken. Zeitweise kann es regnen oder schneien, es wird aber etwas wärmer. Am Freitag erreichen die Temperaturen Werte bis 9 Grad. Ja, meine Damen und Herren, das war's für heute von Tag aktuell. Doch bevor ich Sie quasi in den Feierabend entlasse und mich gleich dazu, schauen wir natürlich noch mal auf unser Suchbild im Globus Adventsrätsel. Na, was könnte das sein? Ist es A, der Globus Weihnachtsmarkt oder ja, ist es B, die Globus Waschstraße? Na, das müssen Sie doch jetzt rausfinden. Wenn Sie es wissen, 01378 984 984. Und Sie werden sich jetzt sicherlich fragen, was bringt mir das? Das bringt Ihnen, wenn Sie Glück haben, 50 Euro ein, zumindest als Gutschein für Ihren nächsten Einkauf bei Globus. Und vor Weihnachten passt das ja immer dran. Morgen sind wir wieder da, 19 Uhr bei Tag aktuell. Ich zähle auf Sie. Tschüss. Werbung. Television Zwickau.